Also ich muss Ihnen sagen, ich finde Verschwörungstheorien super. Ich liebe die, so spannend. Meine Lieblingsverschwörungstheorie ist die, Angela Merkel war früher ein Mann und war der Toyboy vom Honecker. Das, woher kommt der Begriff der Verschwörungstheorie? Ich sag's Ihnen, nach dem Mord an John F. Kennedy, da hatten eine Menge Leute Zweifel an der offiziellen Version des irren Einzeltäters. Und das wiederum war anderen lästig, also gab die CIA ein Geheimpapier heraus mit der internen Anweisung Destroy after reading, also nach Kenntnisnahme zerreißen weg. Ist nicht passiert und deswegen wissen wir, was drin stand. Es stand drin, man solle alle Zweifler mundtot machen und als Verschwörungstheoretiker denunzieren. Das war die Geburtsstunde der Verschwörungstheorie. Nein, stimmt nicht, weil Verschwörungen, die gibt es seitdem es Menschen gibt. Übrigens gibt es auch Tiere, die gemeinsam andere gezielt übers Ohr hauen. Saubeutel. Nicht? Und so als Kind, so mit 7, 8, da macht man auch sich Gedanken, man fragt sich, ob der Weihnachtsmann nicht doch der Onkel Gusti ist. Und da fliegt die elterliche Verschwörung auf und das gleiche Schicksal teilen dann der Sandmann und Rotkäppchen und der Wolf. Und später ist es die Pornoindustrie, die Verschwörung der Pornoindustrie, die Männern das Geld aus der Tasche zieht, indem sie dauernd herumlügt, alle heißen Frauen seien notgeil und spitz auf hässliche Männer. Also ich sage Ihnen, wenn ich alle Verschwörungen, Putsche und Intrigen in Herrscher- und Königshäusern und in Diktaturen und allen politischen Systemen, die zum Sturz, Tod, Verbannung, Einkerkerung von Schurken, aber auch von völlig unschuldigen Menschen geführt haben, wenn ich die alle aufzählen würde, dann wäre man in einer Woche noch da. Also die Klassiker, ich meine zum Beispiel die Verschwörung gegen Jesus von Nazareth, dann Armenius gegen die Römer, die gegen Cäsar, nicht? Auch du, mein Sohn, Brutus, haben alles in der Schule gelernt. Dann der Dings, der Stauffenberg gegen Hitler, leider nicht geglückt. Die Gladio-Geheimarmeen, nicht? Und ja, was gibt es da noch? Also da könnte ich, wissen Sie, wenn die ganze Geschichte ist eigentlich, und die Politik, eine einzige Kette von Verschwörungen. Also eigentlich ist es eher die Regel als die Ausnahme. Nicht? Und die ganzen Versuche, die Verschwörungen aufzudecken oder zu vertuschen, je nachdem. Also was ich damit sagen will, Leute, die sich ständig nur lustig machen über Verschwörungen, die haben keine Ahnung von Geschichte. Nicht, oder kein Interesse, so diese Verschwörungsignoranten, ja, die ständig wie eine Papageienhorde nur krähen können, Verschwörungstheorie, Verschwörungstheorie, die sind einfach ein bisschen, sagen wir mal, ungebildet, nicht? Weil Theorien entstehen ja immer dann, wenn die Praxis stinkt. Also wenn irgendeine Untat, sagen wir mal, wenn da die Aufklärung an Glaubwürdigkeit zu wünschen übrig lässt oder wenn die Erklärungen irgendwie unstimmig und lückenhaft und fehlerhaft sind, nicht dann blühen die Vermutungen. Zum Händewaschen zum Beispiel, da entsteht keine Verschwörungstheorie. Ich hätte noch eins, die Rainbow Warrior, das gesprengte Schiff. Da ging ja das Komplott rauf bis in die französische Regierung, nicht? Dann die gigantische Verschwörung der gesamten US-Automobilindustrie gegen Tucker. Das ist ein super Film übrigens, nicht? Dann das Drama im Liverpool-Stadion 1989. Das war eine Verschwörung des Establishments gegen die Opfer. 30 Jahre später kam die Wahrheit raus. Und last not least, der Klassiker, die Massenvernichtungswaffen im Irak. Da hat ja die US-Industrie, die Regierung hat behauptet, es gebe Massenvernichtungswaffen im Irak, damit sie einen Grund haben, um einzumarschieren. Nur wie sie dann drin waren, da gab es gar keine Massendings, nicht? Aber da war es zu spät, weil da waren Unmengen von unschuldigen Zivilisten mausetot. Dafür saß man aber an den Ölquellen. Hurra! Saubande. Ich könnte mich so aufregen, ich könnte Ihnen noch 50 bis 100 Beispiele könnte ich Ihnen aufzählen. Übrigens alle nicht antisemitisch. Natürlich wäre es Sache von FBI und Geheimdiensten und investigativen Journalisten, diese Verschwörungen aufzudecken. Gnadenlos. Nicht? Also so wie da Helden wie Julian Assange
mit WikiLeaks das gemacht haben, oder Edward Snowden mit NSA, mit Heldenmut und Rückgrat und Ehrgefühl, die wie ein Diamant funkelnde Wahrheit ans Tageslicht bringen, um die Verbrecher aus Politik und Wirtschaft ihrem gerechten Urteil zuzuführen. Amen. Die Wahrheit, die kommt ja oft 30 Jahre später, kommt sie dann ans Tageslicht und da sagt man dann, ja, jetzt ist es zu spät, sind alle tot. Natürlich dürfte es nicht unbedarften Amateurspionen überlassen bleiben, da im Trüben zu fischen, in Kotzbröckchen aus durchgesicherten Halbwahrheiten und sich eine Giftbrühe anzumischen aus Halbwissen und Vermutung. Natürlich nicht, aber es gibt halt so viel Unrat und Unrecht und Gewalt. Verstehen Sie? Und jetzt wird jeder kleine Systemkritiker wird gebasht und verspottet und denunziert und sein Recht auf Kritik entwurzelt und das noch kleine Protestpflänzchen gleich mit Stumpf und Stiel ausgerissen, damit ja keine neue Saat keimen kann. Aber ich sag's euch, Gras bahnt sich den Weg auch durch Asphalt. Und es gibt so etwas wie die Würde des Andersdenkenden. Doch in einer Demokratie wohl.